Und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme von Happy Wheels. Heute auch mit Webcam und mit Nils. Happy Wheels. Ja. Ja, war falsch. Da kann man uns sehen im Bild. Ich muss mal gucken, dass wir den Ton hinterher synchron hinkriegen. Timmy! Wir haben das jetzt mal ein bisschen so gemacht, dass die Webcam noch drauf ist und das Bild ein bisschen kleiner und ihr hoffentlich auch alle noch irgendwas seht. Und gucken wir uns einfach mal um, wie machen wir den Sound. Das ist ein bisschen zu laut. Ich weiß absolut gar nicht, was. Nee. Kennst du das noch nicht? Kennst du nicht Prehistory Pilgrim? Doch, das habe ich letztes Mal gespielt. Ja, eben. Glaube ich. Das ist das mit der Zeitreise. Ja. Was haben wir denn da? Was sollen wir denn heute mal machen? Wir gehen jetzt einfach mal auf Charakter. Ich gucke jetzt einfach mal alle Charakter durch. Ich fand den Explorer-Guy ja voll cool, aber... Ja, aber der ist blöd so in der Welt. Ah, nehmen wir mal den Santa Claus. Pogo, nimm doch den Pogo-Stickman. Ach, den kann ich gar nicht. Aber der Pogo-Stickman ist witzig. Nein, der ist... Doch. Wo ist er denn? Der Pogo-Man ist der witzigste. Rating. Na, die Server laufen gerade relativ. Olympic Games... Demolition. Oh, es hat das Boom gemacht. Für Demolition. Oh, es hat Boom gemacht in seiner Hand. Muss hüpfen, hüpfen! Ach, oder ist umhüpfen. Oh, boah, mit dem Kopf auf dem Boden. Ich kann dann auch gar nicht drauf hüpfen. Ach ja, mit Leertaste konnte man Please ja hier irgendwie, ne? Ask me a question. Okay. Oh. Das Lustige ist ja, dass der irgendwie nie so Gummigelenke richtig hat. Nie so richtig Schaden kriegt. Ja, weil der Gummigelenke hat. Der Kopf bammelt auch immer so rum. Boah. Ach, das passt. Da musst du rüber, ne? Ja, ja. Siehst du? Oder unten runter durch. Supi. Das möchte ich aber. Oh, da hat sich einer aufgespießt. Das möchte ich aber nicht. Nein, der fliegt doch gerade drüber, Mann. Nee, ich glaube, der ist aufgespießt. Nein, da spießt sich keiner auf hier in Happy Wheels. Das ist komplett unnötig. Jetzt noch boxen oder wie? Musst du den umboxen. Kill him! Ich kill mich gerade, ey. Kill you! What? Jetzt aber. Mit dem Pogo ins Gesicht. Haben wir Arsch an Arsch Tanz oder was? Ja. Genau, rob ihn tot. So. Das war doch irgendwie. Irgendwie muss man den noch. Bodycheck! Du stehst, glaube ich, unter seinem Fuß mit deinem Gesicht. Ach, bitte, schön, da haben wir ihn weg. So. Jetzt muss ich mir noch irgendwie. Ah, guck mal, was macht denn der Kopf da oben? Voll den. Ja, der Kannst macht du mal bitte Party. Irgendwie mich weg. Ja, so, danke. Ich glaube, der ist tot. Du, ich glaube, ich habe gerade keine tot. Ahnung, wie ich hier. Verstehst du? Ah, so. Ah, der ist tot. Ah. Willst du ihn jetzt noch aus der Fassung sprengen oder was? Jetzt will ich da irgendwie selber raus. So, da bin ich. Hast du ihm auch noch das Bein zerlegt mit deinem Pogo-Stick, ey? So. Komm mal. Aufladen? Da haben wir eine Pinata oder wie heißen. So. Mami, wo sind meine Süßigkeiten? Ah, die sind da drin. In dem Bauch. In dem Bauch. Der ist aber voll langweilig, weil er sich einfach überhaupt nicht wehtun kann. Irgendwas before the game. Victory! Ich will mal bei uns wieder ein bisschen lauter. Raten wir mal 5, das war ja ganz. Bitte nicht. Oh, gut. Nee. Resume. Was war das denn? Wo muss ich denn hin? Exit ich finde, du ratest viel zu gut. Ich rate immer gut. Ich kann das gar nicht ab, wenn man. So. Ninja Jump. Du musst einmal über die Wand ohne. Ich merke schon. Da oben gewinnen. Ist auch noch ein. Mach mal kurz das Roller einfach so runter. Da war dein Kopf in der Wand. Ja, ich wollte nämlich gerade noch sagen, guck mal, da ist TNT. Wo? Da oben, diese Tretmine. Welche wo? Ach, da oben drauf. Ja. Ja, also diese Frage stellt sich mir natürlich jetzt. Ach, wir könnten. Laden die nach? Nett. wenn man so. Weil, da müsste man die irgendwie austricksen können. Du musst einmal hochhüppen. Oh. Hast du die Mine da weggemacht? Ja, ob das so gut ist? Na. Buja! Aber voll den Kopf getroffen, ja. Deswegen. Einmal versuchen wir aus noch. Aus Reflex losgelassen, ne?
Ja, man kann ihn so schlecht steuern. Aber du schaffst das. Meinst du? Theoretisch müsste man das schaffen. So mit Raid 5, if you survive, dann... So viel zum Thema, man kann sich hier nichts brechen. Ich würde sagen, da ist die Wirbelsäule leicht rausgekommen. Ist das die Wirbelsäule? Das sieht ganz nach der Wirbelsäule aus. Die ist gerade so durch den Kopf durchgerast. Jetzt darf ich nur nicht die Mine oben erwischen. Ja, mit dem Pokémon kann man sich nicht wehtun. Oh, tot. What the hell, was ist das? Ey, Moment, der hat mich gerade irgendwie weggeschleudert. Na. Wieso macht er denn nicht mehr so hoch? Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber ich drücke die ganze Zeit rechts und der schleudert mich aber nach links wieder. Weiß ich nicht, das liegt vielleicht am Pokémon. Das liegt vielleicht daran, dass die da irgendwas eingebaut haben. Oh, das war knapp. Vielleicht kommt wieder die Wirbelsäule raus. Dass man da nicht hinkommt so einfach. Oh oh. Siehste? Da ist irgendwie noch ein Ventilator oder sowas. Ein unsichtbarer Ventilator. Ja, der kann ja ganz recht sein. Der Ventilator des Schreckens. Siehste? Jo, lol. Ja, haben wir geschafft. Hat man jetzt nur nicht so gut gesehen. Das ging zu schnell. Wie geil. Bist du gerade mit dem Kinn auf der Stange aufgeschlagen? Sorry, there was a problem in the lotus level. Versuchen wir noch einmal und es geht. Raid 5, if you survived. Ach ja. Ich wollte gerade sagen, das ist aber gefährlich hier, ne? Bisschen. Ich glaube, du musst da raus. Ach, hör auf. Aber sowas. Das ist halt so voll das Saw-Feeling. Aber ich kann sowas gar nicht. Ha! Ich habe überlebt. Weil mein Arsch die nämlich aufgehalten hat. Nur alles abgewehrt. Nur ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich tot bin oder. Du bist tot. Ja, komm, dein Kopf baumelt so rum. Nee, anderes Level, dachte ich doch. Exit to Menü. 99. Irgendwas. Oh oh. Achso. Das ist das Gleiche. Das ist aber echt genau das Gleiche, ne? Ja. Nur ein bisschen schöner, heller irgendwie. Farben. Ja! Jetzt muss ich irgendwie nach rechts kommen. Ja! Ich hab's geschafft, bitte, Dame! Supi, bitte, danke! Aber das hätte man wahrscheinlich vorhin auch machen müssen. Man so hätte auf eine Öffnung. Man hätte auf die Mine drauf gehen müssen. Aber so eine Öffnung und du triffst so große Geschütz. Also. Schau mal, das war aber gut, dass ich die überhaupt noch getroffen habe. Ja, gut. Flying for Pros. Sind wir ja, ne? Fliegen, ja. Ich muss gar nichts machen. Das... Okay, fast gar nichts. Nö, doch, das war toll. Ah, wir leben noch nicht mehr. Insane! Ich sollte mein Handy weg tun. Ja, oh, gute Idee. Ah, ja, stimmt. Ich habe auch sogar eine SMS gekriegt. Nochmal hier, ne? Loop, okay. Nice, Bro. Insane! Ah, immer da. Immer da. Oh Gott, dein Torso wurde gerade ziemlich geraped. Wir sind auch gerade von Inset. Auf Noob. Na, fast wieder. Insane. Pro. Bah, oh Gott. Lol. Guck mal. Den Kopf-Jojo. Ach, guck mal, unser Herz gewinnt nicht mehr. Nee. Schade. Das Gehirn hat gewonnen, das Rennen. Exit. Ah, aber ich habe hier den Bluteffekt auch wieder nicht richtig eingestellt, sehe ich gerade. Zu niedrig, oder wie? Kann ich das hier noch jetzt umstellen? Nee. Nee, schade. Ist egal. Zu niedrig eingestellt? Ja, nein, es gibt hier kein niedrig und hoch. Du kannst aber den anders aussehen lassen. Das erinnert mich gerade so an... Ah, nee, ist doch nicht. Ist der richtige. Ja, naja, also nee.